Also ich habe normalerweise habe ich auch immer nur ein Bild, weil ich eigentlich immer direkt drauf lostalke. Ich habe mir nur gedacht, weil vielleicht ein paar im Publikum auch sind, die nicht alles so von mir wissen, weil ich halt relativ viel mache in diesem Internet und viel Content draußen habe. Und manchmal kommt man dann eben entweder über Snapchat oder Instagram rein und dann heiße ich jeden Tag irgendwie anders. Da bin ich ein Mathe-YouTuber, da bin ich ein Mathe-Fuzzi, da bin ich einer, der im Internet irgendwas macht, da bin ich irgendeiner, der nur Digitales macht. Deshalb habe ich da ein erstes Bild genommen. Ich fange einfach schon mal an zu... Ja, da ist es doch. Okay. Klickt einer, dann sage ich einfach immer durch. Nochmal zurück. Da sagt dann jetzt der typische Lehrer dann zu mir, Daniel, jetzt möchtest du, dass alle nur noch digital lernen und alle nur noch alles mit Videos machen. Da sage ich immer, nein, das ist nur ein Bild, was ich irgendwo habe, wo ich mal irgendwann gesagt habe, da ist irgendwas Digitales, das scheint irgendwie, passiert da irgendwas in der Bildung. Das heißt jetzt aber nicht, dass alle nur noch mit Videos lernen. Nächstes. Dann probiere ich einfach mal, die Lernzukunft heißt dann individualisieren. Da will ich dann eigentlich darauf hinaus, mit den Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, ob das jetzt YouTube-Videos sind oder was auch immer, kann ich auch die Phase, wenn ihr vor Ort zusammenkommt, nochmal ganz anders lernen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Also ich meine, manche werden sich vielleicht erinnern können, wir mussten früher noch in die Bibliothek. Also ich weiß nicht, könnt ihr euch das vorstellen, dass du in die Bibliothek fährst mit einem Bus, eine Stunde, um dann in einer furchtbaren Struktur ein Buch rauszusuchen. Das ist der absolute Wahnsinn. Heute drückst du auf den Knopf und hast die Informationen zur Verfügung. Das ist ja der absolute Wahnsinn, wo heute immer noch nicht viele wissen, was da überhaupt schon gerade für Wissen ist. So, und dann ist das ist eigentlich wie schwarze Milch, ne? Könnte ich auch schreiben. Let's rock Mathe. Ich meine, wie bin ich darauf gekommen? Weil Mathematik ist ja eigentlich das, eigentlich in der breiten Masse, das Uncharmanteste, was es gibt. Also wenn ihr auf die Straße geht und fragt, magst du Mathe, ja oder nein, dann kommt wahrscheinlich direkt, was soll ich mit Mathe anfangen? Und wie kommt es jetzt, dass ich dann, das ist an der RWTH Aachen. Also da rufe ich dann aus, ich gehe dann, ne, ich komme zu euch und ich rede ein bisschen über Mathe und über was ich sonst so mache und warum Bildung toll ist und welche Chancen ihr habt. Und alle feiern auf einmal, wenn sie in einem Vorlesungssaal sind. Also wie kann das sein? Und ich bin immer noch vor Ort unterwegs und bei weitem nicht nur alles digital. Wo viele halt denken, ja, das ist der Mathe-YouTuber, der macht Mathe-Videos auf YouTube und sonst nichts. Der kriegt halt ab und zu raus, nimmt die Sachen auf, stellt die zur Verfügung und gut ist. So habe ich mir irgendwann überlegt, fang eine Tour an, geh durch Schulen, geh durch Unis, gib dein Wissen weiter. Gib auch weiter, wir hatten heute schon eine 2-Stunden-Sitzung, warum eben du nicht sagen kannst, so geht die Bildung jetzt weiter, sondern was heißt Individualisierung? Wie gehen wir jetzt voran? Wie nutzen wir die Möglichkeiten, die Ressourcen, die wir jetzt haben an Videos, an anderem Content, an Vor-Ort-Phase, um jetzt nach vorne zu gehen und vielleicht auch aus Deutschland heraus, das ist immer mein großes Ziel, vielleicht eine Vorgabe zu machen zum Thema Bildung. Super. So, ich zeige das nur nicht, um mich zu beweihräuchern, aber es glauben manche nicht. Ich nehme das nur extra auf. Links bin ich in Kaiserslautern, oben rechts bin ich, vielleicht erkennt man es, in der Dönerbude in Stuttgart. Also ihr müsst euch vorstellen, Didakta, so eine Fachkonferenz. Ich den ganzen Tag auf dem Stand, habe wieder probiert, Mathe hochleben zu lassen und Bildung, ja, und bin dann abends völlig vermummt in der Dönerbude, dann tippt es an die Stirn und dann fragen vier, können wir ein Foto machen, also ein Selfie. Du hast uns durchs Abi gebracht. So, also ihr müsst euch vorstellen, ich will damit nur transportieren, wo es bisher halt im Internet so war, da sind diese, das ist halt Gaming, Beauty, Fashion, Sports, die ganzen Stars, was ihr kennt, lass uns ein Selfie machen. Jetzt kommen die Ersten und machen Selfies mit Leuten wie mit mir, die eigentlich hauptsächlich erstmal nur Content weitergeben, wie Mathe. Also anscheinend ist es jetzt nicht mehr ganz uncool, Leuten zu folgen, die Wissen vermitteln in diesem Social-Media-Zeugs da, ob das YouTube ist, Instagram oder wo auch immer. Na gut, Instagram ist im Moment noch sehr, sehr viel, schaut mal, wie toll ich aussehe, aber so ist der Markt halt. Ne? Ich will halt nur weitergeben, unten rechts ist TU Wien. Also ob das an Unis sind oder Schulen, ich bin auch bei weitem nicht der Einzige. Ich weiß, wenn ich eine Frage mache, wer von euch kennt Simple Club? Wahrscheinlich auch viele. Also da sind ganz, wenn ich unterwegs bin und auf Konferenzen spreche, sage ich immer, da sind noch viele andere, die es vielleicht in einem anderen Format machen und nicht so wie ich. Ich mache es ja sehr klassisch, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Ich gehe ja einfach nur an die weiße Tafel und wieder zurück, das ist ja noch alberner. Also da fragen mich viele, du machst ja eigentlich genau das Gleiche wie alle anderen die letzten Jahrhunderte auch. Ne? Also was ist da irgendwie anders?
Links, da müsst ihr ein bisschen hart sein. Wer kennt Jodel? Die Studenten kennen wahrscheinlich Jodel, die Hype-App und den Studenten. Ne? Lokal sagen wir, was wir für ein Späßchen und so machen. Da steht dann, Daniel Jung hat mehr Ärsche gerettet als sämtliche Schönheitschirurgen und Fitnessstudios zusammen. Ich sage euch nur, wie die neue Generation kommuniziert und was sie sagt da drin. Und ich meine, in der Mitte ist wieder an der TU, da steht einer, da musste ich ein bisschen abwägen, Daniel Jung ist Justin Bieber für TUler. Da kann man jetzt von Justin Bieber halten, was man will. Aber es ist so, ne, ich bin so bei TU-Studenten, ne, viele wollen halt durch Informatik, Software-Engineering durch und sind oft gescheitert an Mathe-Scheinen und kommen jetzt allein auf Basis von Videos, ein bisschen kombiniert mit Skripten, durch. Und das feiern die einfach, dass sie jetzt auf einmal diese Hürde der Welt, Mathematik, auf einmal irgendwie bestehen. Ja, und rechts ist auch wieder irgendwie Jodel. Ich wollte nur mit deutlich machen, da geht so richtig gerade die Post ab mit Leuten, die im Internet ihr Wissen bereitstellen. Und jetzt müsst ihr hart sein, das habe ich nicht gemacht, das hat eine Mutter mir geschickt. Das hat eine Mutter mir geschickt mit dem Text, Daniel, wir konnten unseren Kindern nicht helfen und dann haben wir YouTube entdeckt und wir hatten einen persönlichen Coach, auch wenn er nicht anfassbar persönlich so dabei war, aber irgendwie warst du ja immer präsent jetzt mit meinen ganzen Tausenden von Videos und wir konnten auf einmal Wissen nehmen und unseren Kindern helfen und dann hiefen die einen so nach oben. Und das machen die jetzt auch mit anderen Leuten, die da im Internet Bildung, Wissen weitergeben. Also dafür habe ich euch das mal gezeigt. Ja? Ach so, dann gibt es jetzt auch die seriöse Seite von mir. Also das ist die Podiumsdiskussion in St. Gallen. Da sitze ich mit Thomas Bachem. Kennt einer die Code University? Bei all dem, wie geht denn jetzt Schule und Uni weiter? Code University, immer noch Abschlüsse, aber Fokus auf Software Engineering, direkt mit der Industrie zusammenarbeiten, sofort ins Projekt, eine völlig andere Vor-Ort-Umgebung. Eine hochkomplexe Diskussion, auch wieder die Frage, wo geht die Bildung hin? Es gibt nicht die eine Lösung, sondern wir stehen an einem wirklich dramatischen Umwälzpunkt und es gibt im Moment sehr wenige, die wirklich neue Sachen einfach mal dahinlegen. So eine Universität, der hat da mehrere Millionen reingesteckt, weil der seine ganze Passion reingelegt hat und gesagt hat, so, ich hole mir jetzt weitere Investoren und ich lege jetzt mal ein neues Konzept davor. Da stehe ich für Google bei Online-Marketing Rockstars, ist wieder was völlig anderes. Ihr müsst euch vorstellen, am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob mögliche Entrepreneure hier drunter sitzen, wenn ihr irgendwann ein Startup auch nach vorne bringen wollt, mittlerweile ist dieses Social Media halt auch eben eine Riesenchance, die eigene Marke, eine Firma, auch Unis oder Schulen nach vorne zu bringen mit dem Ansatz Bildung. Und so werde ich dann von Google auf die Bühnen gestellt vor ein paar tausend Leuten und rede dann jetzt darüber, Leute, es gibt da noch mehr als nur in Anführungsstrichen Gaming, Beauty, Fashion, Schminke etc., sondern wirklich Wissen, was euch durch Prüfungen bringt und wirklich weiterbringt, anstatt nur zu konsumieren, wo sind wir heute surfen, was ja auch gut ist, ne? Fernsehen geht einfach weiter nur im Internet, nur da ist sowas wie, boah, Coding lernen, Physik lernen, Chemie lernen, Marketing lernen, was auch immer, das gibt es auf YouTube, Facebook und Co. Und das wird jetzt nicht weniger. Und da erkennt man mich schlecht. Da stehe ich bei YouTube Brandcast. Da müsst ihr euch so vorstellen, da steht da Mercedes und BMW, die ganzen CMOs und gucken mich an. Und ich versuche denen zu erklären, ihr könntet mit euren Marketingbudgets Leuten wie mir, ich meine, ich habe noch einen Vorteil, weil ich halt unternehmerisch tätig bin, aber es gibt sehr viele, die ihr Wissen weitergeben wollen. Aber es kostet ja auch Zeit und Geld, das zu produzieren, hochzuladen. YouTube alleine reicht nicht mehr, dann muss er auch noch über Instagram agieren etc. Ihr könntet denen helfen mit authentischen Kampagnen. Dann gucken die mich immer noch jetzt gerade mit großen Augen an und sagen, was meinst du? Also mit Mathe, mit Bildung, die suchen sich dann natürlich im Moment immer noch lieber mit ihrem Marketingbudget die Geschichten aus. Wer kennt Felix von der Laden, Dena wahrscheinlich, sowas, Izzy und Co. Alle, ja, ne, die typischen Vlogs. Ne? Und wie stoße ich jetzt mit da rein? Ich produziere heute den ganzen Tag auch wieder als Vlog. Ich fange heute Morgen an, hi, ich bin an der Uni Witten-Herdecke, weil ja offensichtlich hier was Gutes passiert, hier werden Events gemacht, hier sind Leute, die sich kümmern. Ich sage zwischendurch, ich nehme jetzt gleich einen Podcast auf, da reden wir über die Zukunft von Schule und Uni. Also ihr müsst euch vorstellen, ich produziere Vlogs mit diesen Kerninhalten, wo meine Mutter am Wochenende fragte, läuft nicht so, ne? Sind halt nur ein paar tausend Views. Ne? Die guckt dann, ein Mathe-Video hat in der Spitze fast 1 Million Views, dann sagt sie, warum machst du das nicht weiter? Ich sage, mache ich ja auch weiter.
Aber ich habe halt ein Bedürfnis, jetzt das, was ich an unternehmerischen Tätigkeiten und an Vorträgen und an Eventveranstaltungen mache, möchte ich eben auch weitergeben und fange wieder mit dem Ansatz Bildung an. Da können jetzt manche vielleicht dann sagen, ja, lass den Bekloppten mal, lass den mal weiter darüber reden. Es wäre doch eigentlich viel interessanter zu sagen, keine Ahnung, flieg mit der Drohne einmal über Witten oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Ich bin so, wie ich bin. Falls ihr mal Werte haben wollt, also ich meine, manche können sich es vielleicht denken, die es dann vielleicht immer noch nicht glauben. Ich schreibe dir einfach immer nur mal auf. Ich habe in der Spitze an einem Tag über 1 Million User, die ich erreiche, online wie offline. Weil ich auch andere Unternehmungen begleite, wo wir auch offline Leute schulen. Also an einem Tag. So, das kannst du heute erreichen auf Basis von YouTube und Co. in der Kombination. Ich habe 115 Millionen Views in 7 Jahren aufgebaut. Das ist ein langer Zeitraum. 90 Millionen in den letzten 2 und 60 Millionen im letzten. Also nur mal, damit ihr seht, jetzt geht die Luzi erst so richtig ab. Also für die richtig heiß auf Mathematik jetzt sind, das ist exponentielles Wachstum. Ne? Also du brauchst sehr, sehr lange, da passiert nichts. Und alle fragen dich, warum machst du das? Warum produzierst du Mathe-Videos weiter? Guck doch keine Sau. Ich habe bei Verlagen gestanden, 2012, 13, 14. Ich habe gesagt, Videos. Das wäre was Tolles, um diese Skripte und die Bücher zu optimieren. Ja, ihr lest euch die Skripte durch, 120 Seiten, ich hatte es selber im Studium, verstehst kein Wort und ein Tutorial erklärt dir alles. Nee, das wird nie was. Jetzt, 7 Jahre später, alle gucken Videos. Ne? Und es fängt gerade erst an, das sage ich euch. Die Leute, die Content produzieren, wer auch immer hier vielleicht sitzt und Content produzieren will, weil ich bin bei weitem nicht das Nonplusultra, ich war einfach nur der Erste und war sehr beharrlich und habe sehr viel jetzt draußen. Ich ermutige jeden, Content zu produzieren und noch besser ist es immer, das Gespräch hatten wir heute, wenn es kuratiert ist in einer Institution, weil ihr müsst euch vorstellen, es wird natürlich auch viel Schindluder getrieben, weiß ich, wenn ihr heute Coding lernen wollt, ob das da frei im Internet geboten auch gut ist das richtig? Bei mir könnte man jetzt draufgehen bei dieser Anzahl von Views und könnte gucken, Daumen nach oben, Daumen nach unten Rate ist bei 98%, ist okay bei den vielen Views. Und ich mache ja eben nicht irgendwie im Tütü irgendwas, ich mache Mathe. Also könnte ich sagen, eine große, große Crowd hat mich zertifiziert, da könnte man noch sagen, okay, da ist ein Haken. Bei den ganz vielen anderen weiß ich jetzt am Ende des Tages nicht. Ich habe jetzt immer mal versucht, ein bisschen in Coding reinzugucken, weiß am Ende des Tages nie, ob es was ist. Ja, für die im Unternehmertum gucken mich auch immer viele an, weil ich, ne, so, da muss ich dann immer sagen, ich habe tatsächlich ein Startup unter anderem gegründet, was eine Millionenbewertung hat. Und da haben wir auf Basis angefangen mit Crashkursen vor Ort. Also völlig nicht digital. Wir haben gesagt, in 3 Tagen bringen wir dich durch eine Prüfung durch in Mathe. Die Videos nehmen wir mal als Optimum, aber ist jetzt nicht das Highlight. Wir kommen in 3 Tagen zusammen. 3 Jahre später, 800 Kurse, 250 Standorte, nennt sich Study Help, für die es nicht kennen. Was machen wir mit dem Unternehmen jetzt auf Basis? Die Informationen übrigens, falls ihr zwischendurch denkt, mein Gott, was redet der da alles? Ich nehme das Ganze auf, ich packe es alles in die Beschreibung und wenn gleich einer die Präse vielleicht haben will, ich gebe es euch auf Stick auch mit. Also ich bin da relativ entspannt, ich hau Content immer raus. Wir haben einen kleinen Verlag gegründet, weil wir gemerkt haben, und jetzt müssen sich alle wieder festhalten, die in die digitale Zukunft gehen wollen, wir haben Mathe-Skripte geschrieben, einfach Hefte. Und die liegen dann jetzt bei Thalia aus, also wirklich Hefte, weil ich kann jetzt auch immer lange schreien, geh nur in die Cloud, aber alle wollen halt blättern und da immer noch in einem Skript. Und wir haben uns überlegt, wie können wir einfach Mathe, zum Beispiel Analysis, in einfach schreiben. Und im neuesten Heft, Mathe für Studierende, so als Einmarsch, um den Mathe-Vorkurs zu ersetzen, das müsste ja richtig stark sein, haben wir QR-Codes eingebaut. Also tot ist der QR-Code, es lebe der QR-Code. Nur um zu testen, gehen die Leute darüber in ein entsprechendes Video, falls sie doch noch eine Frage haben. Ist das die Zukunft? Keine Ahnung. Thema Datenanalyse, nicht wie bei Facebook, nur um den nächsten Nissan zu verkaufen, sondern wie kann ich das Lernen individualisieren? Wer ist Videolerner? Wer ist Textlerner? Wer ist im Chat am besten unterwegs? Und so bin ich permanent am Testen. Und bevor jetzt vielleicht auch meine Zuschauer, die in der breiten Masse immer noch sagen, ich möchte nur durch Mathe durchkommen, halt bitte den Mund. Du mit deinen Daten und dem Coding und dem Blödsinn und ich habe nächste Woche Matheprüfung. Ich werde es gleich nochmal erwähnen.
Ich kann nur jedem raten, wenn ich nur einen erreiche, der es noch nicht macht, bin ich zufrieden. Künstliche Intelligenz ist wie Elektrizität vor 100 Jahren. Es ist die Schlüsseltechnologie für die nächsten Jahre. Es verändert alle Industrien. Ich kann nur jedem raten, googeln oder YouTuben, 2, 3 Vorträge angucken. Ihr werdet fasziniert sein, was ihr da für Optionen auf Dauer habt. Ach so, ja, also falls einer die Videos von mir nicht kennen würde, das wäre so ein Video, ich weiß nicht, ob du es jetzt abspielen kannst, wahrscheinlich haben es alle mal gesehen, deshalb muss es auch nicht komplett machen. Nee, ist eingebunden, kannst du, ich kann es auch nachspielen, ist gar nicht so wichtig, lass einfach. Also das ist immer das Bild, die meisten werden es kennen, eine weiße Tafel und jetzt komme ich irgendwie ins Bild, gehe an die Tafel und mache in 5 Minuten mein Ding und erkläre die Mathematik und dann gehe ich wieder weg. Wenn es nicht passt, ist egal. Oh ja. Eigentlich bin ich dann im Bild. Die meisten wissen es. Geh mal aufs Bild gehen. Genau. Ah, jetzt ist er im Internet. Du. Ah, du hast auf den Link. Wirklich toll, komplexe Zahlen. Okay, reicht eigentlich schon. Also es ist jetzt nichts Großartiges. Die 13- und 14-Jährigen sagen sich, ich gehe natürlich lieber zur Simple Club, weil da mehr Action ist. Bam, 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 bam. Ich gehe einfach hin und zurück. Und warum schauen das jetzt so viele? Was ist da passiert? Ich glaube, dann brauchen wir den nächsten Slide. Ich habe mir irgendwann überlegt, das war so ein Mix aus, für die, die die Geschichte nicht kennen. Ich war im Studium und das ist so der Klassiker, man muss montags morgens um 8 Uhr zu einer Mathevorlesung. Als Mix, ich hatte mein erstes Startup, wo ich schon selber Nachhilfe gegeben habe. Da habe ich so ein kleines Team aufgebaut und da war es wirklich, wir sitzen live vor Ort zusammen und ich helfe dir, sag mir deine Frage und ich mache so. Und habe mir überlegt, ich fasel immer denselben Mist, jeden Tag. Und diese Kombination, da habe ich mal auf YouTube damals, 2011, geguckt, Mathe. Und dann findest du von MIT und Stanford alle Vorlesungen Mathe for free. Und dann auch noch mit einem Professor, ich weiß nicht, unter denen, die mal Mathe gemacht haben, kennt ihr Gilbert Strang vom MIT? Also der bringt dir Mathe bei, da fliegt dir alles um die Ohren. Ne? Also der steht da an der Tafel. Ich habe mir gedacht, du liegst sonntagsabends halbnackt auf der Couch. Warum gehst du morgen um 8 Uhr eine Stunde zur Uni, wenn du da den kompletten Stoff von MIT for free lernen kannst? 1,5 Stunden fand ich dann nicht so passgenau und habe mir dann überlegt, wenn der Effekt so cool ist, dann könnte ja YouTube und Bildung was werden. Und da habe ich mir an dem Punkt überlegt, wenn ich jetzt kurze Tutorials produziere, 5 Minuten, heute schreien alle Lernnuggets, falls ihr das noch nicht gehört habt. Das ist jetzt das neue große Ding für alle, für die Industrie. Wir müssen jetzt Lernnuggets produzieren. Kurze Tutorials hier, kurze Snippets an Aufgaben dort, um die dann zu optimieren. Das ist das neue Nonplusultra. Damals, 2011, 12, was soll das? Keine Ahnung, was machst du da? Falls einer es noch nicht gelesen hat und auch einen richtigen Boost haben will, wer kennt Samar Khan? Nicht den Boulevard-Typen da aus Indien, sondern den Chief Operator, die Khan Academy aus Amerika, wer kennt die? Empfehle ich jedem Schüler, Student, Lehrer, Großeltern, Eltern, Professoren, die Khan Academy, das Buch. Er beschreibt in einem Buch, wo das Bildungssystem herkommt, an welchem Punkt wir technologisch stehen. Er selber hat 2007 für seine Nichte Mathe-YouTube-Tutorials produziert, weil er einfach über dieses Medium seine Nichte am anderen Ende der Welt erreicht hat. Mit dem Nebeneffekt, dass immer mehr seine Videos schauten. Er hat auch einen ganz cleanen Style, er hat so ein Tablet, schwarz, und generiert daraus dann Aufgaben. Die Kurzfassung ist, irgendwann, also er selber hatte 3, 4 Abschlüsse vom MIT, Software Engineering, hochintelligentes Bürschchen, war irgendwie Hedgefondsmanager, hat das irgendwann aufgegeben, volle Kanne in Bildung, und dann kam mal, in Amerika ist alles immer ein bisschen einfacher, Bill Gates Foundation, zack, hier hast du 4 Millionen und weiter geht's. Jetzt hat er 100 Software-Ingenieure angestellt, ist das weltweite Klassenzimmer, hat für sämtliche Fächer Videos, Aufgaben, Tests, arbeitet mit Schulen, mit Unis zusammen, um euer Lernen zu individualisieren. Das heißt, du wirst auch noch getrackt, wann brichst du denn ein Video ab?
Wann gehst du zu einem Test? Wo musst du noch mit einem kleinen Nugget optimiert werden? Und das Ganze dann auch noch in der Schule oder in der Uni eingebaut, wenn du vor Ort als nicht mehr Lehrer, sondern als Coach unterwegs bist. Also ich kann nur jedem Kahn empfehlen. Das war so zeitgleich und ich habe mir dann gedacht, okay, dann schmeiß die Videos mal raus, warum auf YouTube, war for free. Ne? Keine Kohle, erstes Startup, hast du eh nie Kohle, geht alles in Rechnungsbuchhaltung etc. Reichte so gerade für eine Kamera, ich hatte eine weiße Tafel da hängen, so, und dann gehst du halt hin. Und es ist vielleicht bei all dem, was ich mache, so die einzige Kunst, dass ich diesen komplexen Stoff Mathe, weil der mir sowieso immer im Kopf war, weil ich Tage, Monate lang YouTube-Tutorials geguckt habe in Mathe, weil ich immer Nachhilfe gegeben habe, mit verschiedensten Leuten, mit Schülern, mit Studenten gesprochen habe und hatte all diese kleinen Lücken immer im Kopf und habe mir dann überlegt, jetzt nimmst du die alle auf und stellst sie mal zur Verfügung. Natürlich auch mit dem kleinen Hintergrund, dann kann ich meinen Nachhilfeschülern sagen, wenn ich mal heute Abend nicht mehr die Kurvendiskussion nochmal erklären müsste, guck sie dir doch an. Weil dann kannst du dir nach deinem Tempo immer wieder angucken, wann du willst, wo du willst. Und ich musste halt nicht mehr so oft zur Uni, ne, war auch gut und ich konnte den Stoff selber raushauen. Wer kennt noch Telecolleg? Also, ja, ihr müsst euch vorstellen, in dem Umbruch, in dem wir leben, der ist eigentlich nur zu vergleichen mit von Radio zu Fernsehen. Ne? Fernsehen hätte auch alle Menschen richtig bilden können. Ne? Das wäre, ne? Telecolleg war sowas, da steht dann einer in Schlips und Kragen, sonntags morgens um 9 Uhr und erklärt Mathematik. Eine Stunde und du schnarchst weg. Ja? Also wenn du das heute den Kids erzählst, weg. Ja? Aber der macht das richtig gut, der Typ. Ne? Und da gab es auch Englisch und etc. Wir wissen ja, wo Fernsehen hingegangen ist. Ne? 95% ist halt Advertising und Co. Und der Hase läuft halt, wie er läuft. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, deshalb, das heißt dann nächstes Jahr 5.0, übernächstes Jahr 6.0. Du hast halt mit YouTube, hast du halt die Möglichkeit, ich stelle es euch zur Verfügung. Jeder kann es nutzen, wann er will, wo er will, so oft er will, kann es kombinieren, wann, wie auch immer. Da die Rückmeldungen, die Masse ist ja gnadenlos. Die hätte schon gesagt, Daniel, halt den Mund und mach nicht weiter mit dem Mist. Ja? Hätte ja auch alles schief gehen können. Und ich wollte zuerst anfangen, wie wunderschön die Mathematik ist. Warum ihr alle euch mit exponentiellem Wachstum beschäftigt, jetzt schon abgeschaltet, ne? Jetzt keiner zugeschaltet. Und wenn jetzt Lehrer oder Professoren in meine ersten Videos noch reingehen und sehen, ich erkläre dir in 5 Minuten die Tangentengleichung, dann sagen die, didaktischer Müll. Du möchtest nur, dass die Leute auswendig lernen. Ich sage, also zumindest war es erstmal so, dass so diese kleinen Nuggets unheimlich viele Lücken geschlossen haben und sicherlich Leute ein bisschen mehr auswendig gelernt haben, wie ich jetzt in der Aufgabenstellung, da steht, bestimme die Tangentengleichung und dann mache ich einfach Schema F, weil der Daniel hat bis in 5 Minuten gesagt, aber die kommen dann durch die Prüfung durch und können vielleicht das machen, was ihnen lieb ist, wie ein Informatikstudium weiter und etc. Ich hätte niemals eine breitere Masse erreichen können, wenn ich über die Mathematik philosophiert hätte. Und so habe ich einfach dann weiter produziert, Sondersgleichen. Ja? Also wenn ihr teilweise alles sehen würdet von der Produktion, ich habe teilweise bei mir im Zimmer aufgenommen, da stand eine weiße Tafel auf Bierkästen drauf und ich war in Unterhose, weil man sieht mich ja immer nur bis hierhin. Ja? Also ich habe produziert, sonntagsabends, montagsmorgens, immer wieder durch. Keine Ahnung, weil ich irgendwie an die Sache geglaubt habe und deshalb gibt es jetzt 2200 Mathe-Tutorials, eigentlich für sämtlichen Müll, klar. Irgendwann sagt mal einer, du, ich bin im Mathe 3 und hab da, keine Ahnung, Homomorphismen, schieß mich tot. Ja? Und dann, du kannst immer irgendwas ausgraben, wo auch alle Mathematiker, wir können auch die Professoren fragen, nicht jeder kann überall alles wissen. Ich muss gestehen, teilweise habe ich auch Stoff auf Punkt gelernt, wo ich mir gesagt habe, Fourier-Transformation, das finde ich so schön. Jetzt schieße ich mir mal 3 Wochen volle Kanne YouTube, Fourier, alles drumherum. Ich habe das Internet durchstöbert, früher noch ICQ gewesen mit anderen, wie ist das? Und habe dann daraufhin so einen Videokurs gebastelt. Heute könnte ich ihn jetzt nicht mehr so aufnehmen, müsste mich aber nochmal reindenken. Wäre aber sehr einfach, es gibt ja schon Videos dazu, ne? Also könnte ich es mir wieder aneignen. Weiter produziert und der Nebeneffekt ist jetzt tatsächlich auch so, es gibt viele Lehrer und Professoren, die Videos natürlich auch nutzen. Das Problem ist jetzt natürlich, wie nutzt man die Videos? Wenn ich euch jetzt Snapchat öffnen würde, ne, und man kriegt morgens dann, ne, hier, schau mal wieder, wir sind wieder im Unterricht oder in der Uni und dann ist einfach so eine Wand da und dann wird einfach ein Video abgespielt. Ne? Ist ja toll, eigentlich heute Lehrer oder Professor sein, oder?
machst das Ding an, gehst raus, machst deine Forschungsarbeit weiter und lässt einfach eine YouTube-Playlist spielen, dann kannst du Differentialgleichung. Also die Frage ist, wie wird es denn sinnvoll eingesetzt? Es gibt auch die Lehrer, die es dann aktiv nutzen und sagen, so passt mal auf, wir hatten eine Kursarbeit, ihr könnt euch auch zu Hause noch die Jungs von Simple angucken oder Dorf Fuchs die Lieder singen oder mit dem Daniel eher klassisch oder Khan Academy oder was auch immer und alle sind dankbar. In der breiten Masse machen es noch zu wenig, weil auch mir sehr, sehr viele schreiben, ich hätte nie gedacht, dass ich im Internet und dann auch noch bei YouTube etwas finde, was mich in Physik, Chemie, Mathematik oder sonst irgendetwas besser macht. Also wenn man jetzt solche Bilder auch sieht von mir und Simple und etc., wie die gehypt werden und hoch und Selfies, es ist noch bei weitem am Anfang und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Meine Bildungsstory geht weiter. Ich bin immer so, das ist immer so ein Yin and Yang aus Influencer und Unternehmer. Ne? So, dann bist du wieder bei einem Unternehmen, da willst du eigentlich seriös auftreten und dann kommt so der Researcher und sagt, das ist der YouTube-Mathe-Typ. Dann gucken die natürlich direkt, ach du lieber Gott, wen haben wir uns denn da jetzt ins Boot geholt? Ne? Ich glaube fest an YouTube, Schrägstrich, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, an Social-Media-Bildung. Wer ist von euch auf Musical.ly? Keiner. Wer kennt Musical.ly? Das ist wie so, wenn ich jetzt frage, wer hat schon mal eine E-Mail verschickt? Ja, alle, ne? So. Wenn ich in 5 Jahren frage, wer hat schon mal Musical.ly erstellt? Wahrscheinlich alle, kurz abgeholt. Da sind meistens unter 12-Jährige, die Musik abspielen und dann so mitsingen und mittlerweile auf dem Bett rumhüpfen und sonst irgendwas machen. Meine Mutter sofort, was soll der Quatsch? 100 Millionen User, ist für 1 Milliarde verkauft worden an chinesischen Konzernen, rennt nach oben weg, ist so wie vor 10 Jahren fragst du, bist du bei Facebook? Ah, nee, das ist sowas irgendwie aus Amerika. Ne? Was mache ich da drin? Ich nehme Matheaufgaben mit Lösung auf und lasse Ed Sheeran im Hintergrund spielen. Ja, ein, zwei haben dann geschrieben, Daniel, du bist keine 15 mehr, lass den Mist. Aber viele schreiben, ach, ich hatte Spaß, didaktisch, eigentlich wieder völliger Müll, aber du erreichst wieder die Leute auf eine kreative Art und Weise, die nie vorher möglich war. Instagram, Snapchat, Twitter, etc., etc. Ich hatte eine Lehrveranstaltung, da habe ich den Lehrern gesagt, nutzt das doch einfach nur, um so ein bisschen mit euren Schülern was aufzubauen, dass ihr einfach da seid. Um Gottes Willen, keine großen Daten raus und Hauptaugenmerk ist immer noch auf der Präsenzphase und wenn ihr eine schöne Schulcloud habt, ist auch okay. Eine Lehrerin hat sich bei Musical.ly angemeldet, bei Twitter, bei Instagram, die sagte, es ist so toll, die Schüler haben gesagt, wir haben mal ein Foto gemacht zusammen. 3 Wochen später schreibt sie mir dann, ich habe alles wieder gelöscht. Ich sage, was ist los? Ja, die Schule hatte einen Cyber Security Day. Ja? Alles raus, E-Mails verschlüsselt, wir dürfen nichts mehr nutzen. Was soll ich dir sagen? Die kann jetzt die ganzen Sachen nicht mehr nutzen. Was machen die Kids natürlich? Die freuen sich, wenn sie aus dem Schulbottich raus sind, weil dann geht das Leben ja wieder los. Ne? Endlich Internetzugang. Ich kann in alle Socials rein, ich kann engagen, ich kann machen, ich kann tun, ich kann zeitgemäß operieren. Das ist im Moment, und das sind keine Einzelfälle, das klatscht so gegeneinander, dass man da denkt, da draußen sind diese Online-Leute, die da irgendwie Wissen versuchen weiterzugeben und gar keine Ahnung haben. Und ich immer sage, ich rufe ja schon und deshalb nehme ich das ganze Zeug ja auf. Dann lasst uns doch zusammenarbeiten und gemeinsam entwickeln und schauen, wie es weitergeht. Ihr habt hier Studenten sondergleichen. Wir haben heute über eine Messenger-App gesprochen, um Fragen zu beantworten. Ich teste ja überall, wo eine dann sagte, ja, aber Erklärvideos ist ja jetzt auch nicht, also wie sollen wir das erstellen? Ich sage, manchmal ist es auch einfach nur eine Frage. Ihr werdet sicherlich wissen, wenn ihr euer Skript durch habt, ein Video geguckt habt, euch, keine Ahnung, in der kleinen Gruppe getroffen habt, vielleicht alleine zu Hause sitzt, was ist, wenn jetzt gerade noch eine Frage ist? Was macht ihr? Ja, gute Frage, nett. WhatsApp gucken, ob einer da ist, keine Ahnung. Wie wäre es, wenn es fachspezifisch, ich rede immer über die ganzen Sachen, weil ich bin froh, wenn sie einer umsetzt, weil Ideen ist immer das eine, nur es wird zu wenig umgesetzt. Wie wäre es, wenn du fachspezifisch so eine Messenger-App habt, dann sagen mir alle, ja, wir haben Moodle. Ja, super, wir haben Moodle. Das ist so wie, wir haben, weiß nicht, Windows 48 oder so. Ich weiß, es ist lange nicht mehr mobile first. Es ist für die, die nachkommen, mobile only. Und ich möchte einfach nur einen Knopf drücken, zack, zack, zack. Und am liebsten möchte ich im Zeitalter von Amazon Alexa und Co. nur noch reinsprechen. Hey, keine Ahnung, Uni Wittenherdecke-App, ich komme nicht weiter bei dem Problem. Und schon kommt die Antwort.
Ja, das hört sich jetzt sehr, sehr wild an, ist aber gut umsetzbar. Und so versuche ich immer, bei all den Sachen, die ich mache, ich habe ein eigenes Lernportal gegründet. Warum? Das ist noch ziemlich klein. Dort habe ich jetzt die Videos reingepackt, kombiniert mit Tests und mit Aufgaben, mit Lösungen und einer Community-Möglichkeit. Dann schreibt mir einer, ja, machst du jetzt einen Kahn nach? Ich sage, ja, was soll ich denn machen? Ich will es einfach testen und hier durchbringen. Und ich habe es einfach mal speziell nur, was, ihr wisst wahrscheinlich, was gerade ist, ist ja Mathe-Abiturphase, ne? Ja, und am Ende des Tages geht es dann wieder darum, oh Gott, jetzt nimmt der auch noch Geld dafür. Das ist das Allerschlimmste in Deutschland und Europa, Geld zu nehmen. Weil ich bin ja jetzt, ich habe ja alles for free draußen und du darfst bloß nicht, also jetzt, ich glaube, auf Twitter hat einer geschrieben, Turbokapitalist. Ich sage, oh Gott, was habe ich denn falsch gemacht? Mein Gott, also bei den ganzen Aktivitäten, die ich mache, ne? Damit musst du dann halt am Ende des Tages auch leben, wenn du darum versuchst, Geschäftsmodelle aufzubauen, weil du musst dann erklären, es geht nicht um den Content, sondern es geht um die Zusammenstellung und um den Service, das Tracken, wann brichst du ein Video ab, bist du überhaupt Videolerner, wo will ich damit hin? Da finde ich jetzt die Brücke, damit ihr mal seht, wo ich überall da mich rumtummel. Kennt ihr das Fraunhofer-Institut? Die haben mit Google die Roberta-Initiative gegründet. So, wir haben einen großen Fachkräftemangel und wir haben einen großen Bedarf, MINT-Fächer zu fördern. Aber wir kriegen es irgendwie nicht mit einfachen Tools hin und das Ganze auch noch spielerisch mit Robotik. Und die Roberta-Initiative macht Folgendes. Ich habe die jetzt in einem meiner Unternehmen so eingebaut, wir haben vor Ort Stores, also wirklich Filialen, wo wir mindestens zweimal im Monat jetzt Roberta-Kurse anbieten. Da machen wir entweder einen Kids-Day oder auch einen Lehrer-Day oder einen Eltern-Day. Da kannst du dann hinkommen und kannst vor Ort mit Lego, Mindstorms und einer Online-Umgebung auf einfachste Art und Weise programmieren lernen. Nicht, weil jetzt auf einmal jeder Programmierer werden soll, sondern weil die Welt um uns herum in Einsen und Nullen tickt und wir wie früher aus dem Schulsystem rechnen, lesen, schreiben können mussten und jetzt alle schreien. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, ne? Die Politik sagt jetzt, so, jetzt, wir führen jetzt Programmieren ein. Wer soll es machen und mit welchen Tools? Und die meisten wissen wieder gar nicht, was es alles für Tools gibt. Irgendwo zwischendurch habe ich dann gesagt, okay, letztes Jahr bei all dem, was passiert ist, bündel ich das dann halt in meiner Daniel Jung Academy. Am Ende des Tages, früher war es so, du hast dann ein Geschäftsmodell, keine Ahnung, du hast einen Kuli produziert und das war dann dein Produkt, kannst ein ROI ausrechnen und den ganzen Mist. Bei mir, was mache ich eigentlich alles? Mediaproduktion, ich helfe tatsächlich Unternehmen, so könnt ihr Content mit Nachhaltigkeit produzieren mit dem Ansatz Bildung. Ich bin in Firmen drin und versuche zu coachen mit dem Thema interne Weiterbildung. Auf einfachste Art und Weise. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich da teilweise gegen Wände renne, wo ich eigentlich überlege, eigentlich müsste ich nur Mathe-Videos machen. Ne? Das wäre das Einfachste. Ich mache einfach weiter Mathe-Videos auf YouTube. Da habe ich meine Ruhe. Dann fahre ich noch irgendwann, keine Ahnung, im halbnackt im Skateboard durch Köln und dann gibt es auch richtig viele Klicks und sowas. Ne? Weiß ich nicht. Da bin ich aber, wie ich bin, und mach einfach weiter. Also man kann von Google halten, was man will. Ich mache aber relativ viel als Bildungsbotschafter. Ich bin nächste Woche in Berlin. Es gibt die Google.org Impact Challenge. Google schüttet 4 Millionen aus. Klar, ist immer ein, vielleicht, ja, Google ist Google, aber es werden Vereine unterstützt, die ihre Ideen einreichen können, wenn sie etwas haben, was ein Projekt ist, was MINT fördert, Digitales fördert. Es muss nicht immer eine App sein. Es sind verschiedenste Ansätze. Ich bin halt weil ich halt brutal weiter immer für Bildung bin, mit in der Jury und versuche da meinen Teil beizutragen, auch die richtigen auszuloten und voranzutreiben und denen dann auch, wenn ich sie in meine Vlogs mit aufnehme, mit voranzutreiben, weil zu wenig gerade für mich noch im Internet passiert an Influencern, ich hasse dieses Wort eigentlich, die dieses Thema weiter vorantreiben. Roberta-Initiative habe ich euch gesagt, es ist so weit, dass mich eine WHU oder wie auch immer ins Board mit reinnimmt. Da geht es um Entrepreneurship, weil ich da den ganzen Studenten all meine Erfahrungen weitergebe und versuche natürlich nicht nur zu ermutigen, was wir für ein Zeitalter haben und wie fantastisch es ist, zeitgleich, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich wissen, wir rennen jetzt seit 10 Jahren, ne, der letzte Crash war 2009 und was im Moment für ein Geld nach draußen gepumpt wird, ist der Wahnsinn. Also du musst teilweise eigentlich nur aufschreien, ich habe eine App, verändere die Welt, sammle Daten und werde irgendwann die Daten an Firmen verkaufen und schon kannst du darauf aufbauen, wo ich mich frage, was machst du denn irgendwann, wenn es dann auch wirklich mal ums Geld verdienen geht, kombiniert mit
Also Lieblingsstatus müsst ihr mal auf Instagram gucken, oben entweder Founder oder Co-Founder oder halt Influencer. Ne? Ne? Und auch das kriege ich gerade in all den Diskussionen mit in den Runden, da wird ein Geld ausgegeben für Leute, die sicherlich hochwertige Fotos machen auf Instagram, ja, das sieht dann auch toll aus, ne? Und dann kriegst du halt dafür, dass du ein neues Kleid trägst, kriegst dann halt ein paar tausend Euro. Der Markt ist der Markt und er ist so. Das ist natürlich bei mir, wenn ich dann einen Post mache, oh, ich bin heute im Brainstorming für künstliche Intelligenz, 100 Likes, ne? Kannst du vergessen, kann ich jetzt keinem sagen, da könnte ich mit Geld mitverdienen, ne? Die Frage wäre dann, warum machst du damit weiter? Ich bin der festen Überzeugung, dass im Long Run, also auf lange Sicht, Nachhaltigkeit, Relevanz sich immer durchsetzt. Und das wird sich auch, das sagen auch alle, die in diesem Bereich unterwegs sind, es wird immer schwieriger, da jetzt in diesem ganzen Bereich sowas aufzubauen im Bereich Influencer, wenn du einfach nur Fotos machst, wie du gerade wieder trainieren warst oder was auch immer. Bildung ist da ein Riesenansatz. Vielleicht erreiche ich ja heute einen, der anfängt, geil, ich fange mal heute an, alle zwei Tage einen Artikel zu schreiben über wo auch immer eure Kernkompetenz ist. Ich habe eine Beteiligungsfirma aus dem Grunde gegründet, weil ich immer mehr Anfragen bekomme von jungen Startups. Daniel, wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Kannst du uns helfen? Kannst du uns Tipps und Tricks geben? Ich bin immer so, wie ich bin. Ich fange dann immer direkt an und versuche, irgendwas draus zu machen. Würde ich im Lotto gewinnen, würde ich es da reinpacken und dann Leute anschieben. Entsprechend aber, das ist ein sehr schwieriges Zeitalter auch da, wir machen mal eben ein Startup. Das ist in sich eine eigene Kunst, wo auch ja immer mehr große Firmen gerade dahin gehen. Oh, wir müssen eigentlich als großes Startup mittlerweile agieren, weil es nicht mehr so ist, wir haben ein Geschäftsmodell und das geht dann 40, 50 Jahre lang. Thema lebenslanges Lernen. Wir müssen eigentlich permanent uns fortbilden, uns neu definieren. Das erfordert ganz andere Ansprüche. Ich versuche da immer mein Möglichstes. Ich habe mal bei mir, wer kennt das Wort Coworking? So, vor 2 Jahren keiner. Ich war auch noch so blöd, habe in meiner Heimat einen Coworking-Space gegründet. Ich komme aus dem Bergischen Land. 8. Generation Qualitätsschmiede, also ein Produkt, was du anfasst und in ROI ausrechnen kannst. Und dort stelle ich ein Raumkonzept hin, wo ich mir überlegt habe, liebe Firmen, schickt eure Mitarbeiter hier hin. Ich packe euch auch an die Screens die Videos und zack, und ihr müsst nur die Raummiete machen. Vorteil ist, durch die Einnahmen könnte man ja dann den ganzen Schulen anbieten, hier for free reinzukommen und in einer coolen Umgebung zu lernen. War ist schon zu lang. Der Pitch war schon zu lang. Nach 10 Sekunden waren alle raus, in der Presse war noch von Coworking keine Rede, Konzept in die Hose gegangen, weg, aus, musste mir einen Mieter reinnehmen, egal. Hab die Rückschlüsse jetzt genommen, baue die in die neuen Academies, die ich mit der anderen Firma baue, mit ein. Raumumgebung ist nun mein Thema. Mich fragen immer alle, wie können wir denn jetzt in dieser Schule was ändern? Weil jetzt fängt die Debatte an, sollen wir Videos produzieren, sollen wir eine Cloud machen, sollen wir einen Messenger machen? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, einem toten Pferd kann es ja keine Sporen mehr geben. Wenn du jetzt so ein schönes Gebäude hast, ich war am Gertrud-Bäumer-Gymnasium, das ist ein richtig schönes Gebäude, ja, ich glaube 1890 gebaut, aber wenn Siemens und BMW und Co. ihre neuen Offices ganz neu bauen für ein Arbeiten, was heute eben so Clean Desk und Remote Working heißt und eben anders ist, noch nicht komplett in der Fläche, aber immer mehr, dann müssen wir auch unten anfangen, da die Architektur zu ändern. So, dann habe ich mir irgendwann den Mund fusselig gesprochen, habe dann gesagt, okay, dann lasse ich das, schauen wir mal, wie es geht. Wenn ihr euch jetzt umguckt, kennt einer WeWork? WeWork, die Kurzgeschichte ist 2010 gegründet in New York. Die haben sich einfach gesagt, wir mieten uns auf so 1000 Quadratmetern ein, portionieren das und bieten das anderen kleinen Firmen und Freelancern an, um sich da einzumieten und Magic. Ja. 8 Jahre später, 30 Milliarden wert. 250 Standorte weltweit, Shanghai, Tokio, Toronto, allein in New York 30 Standorte. Geht ab, wir haben gerade mal eben 400 Millionen eingesammelt in der nächsten Finanzierung. 400 Millionen und wachsen jetzt in Asien immer größer. Vor-Ort-Struktur, wir kommen vor Ort zusammen, nur anders. Immer mehr größere Corporates mieten sich jetzt da ein. Was hat das mit Bildung zu tun? Die testen gerade We Kids. So, jetzt stellt euch vor, du bist in Berlin und bei der aktuellen hitzigen Diskussion, da ist jetzt eine Schule, wo du weißt, jetzt wird es so langsam kritisch, weil die Welt ändert sich, die Jobs ändern sich, künstliche Intelligenz greift immer mehr, neue Themen, neue Fertigkeiten. Und jetzt bietet WeWork, WeKids an,
Du kommst vor Ort zusammen, du hast da Mentoren, ihr müsst euch die Räumlichkeiten mal angucken, da geht dir ein Herz auf. Da rennst du, die haben ein Projekt, das heißt Thank God It's Monday. Also nicht Thank God It's Friday, endlich ist die Arbeit vorbei, sondern endlich wieder Montag. Wir treffen uns und kommen vor Ort zusammen. Und jetzt bieten die da auch noch in der Cloud-Umgebung, da speichern wir eure Sachen ab und wir nehmen die neuesten Themen und kostet dann aber halt 250 Euro. Ne? Dann kommt noch so ein bisschen Diskussion mit Schulpflicht und etc. Das wird dann aber irgendwann kippen. Es passiert schon alles. Ja? Und dann rede ich immer darüber und sage dann immer, und Thomas Bachum, der macht eine Code University, es gibt also wenige, die was machen, aber wir sind noch nicht wirklich bereit gerade, und ich habe auch viel mit der Politik gesprochen, gerade in den letzten 6, 7 Monaten. Das ist dann auch immer, ne? Ja, okay, dann würden wir eine Arbeitsgruppe bilden, die würde sich dann 4-mal treffen und dann wird irgendwann etwas verabschiedet und dann wird irgendwann, ich sage, das ist nicht mehr. Also ihr könnt jetzt eine Taskforce bilden, ihr müsst auch nicht mich mit reinnehmen. Screent mal so ein paar online, sucht euch mal ein paar Unis aus, steckt die regelmäßig zusammen und macht mal ein bisschen mehr Leine und testet. Ja, und seid auch mal bereit, wenn ihr so ein, ich habe O-Töne, kann ich euch vorspielen, von Rektoren, die sagen, in meinen scheiß Bottich will ich eigentlich gar keinen mehr drin haben. Das ist dann so ein Kasten, ne? Der ist dann einfach, da willst du gar nicht reingehen, weil das so, dass ich muss da hingehen. Ne? Anstatt mal zu sagen, okay, jetzt bauen wir daneben was Tolles Neues. Hell, tolle Räumlichkeiten. Und wieder rede ich mich fusselig. Und am Ende des Tages bleibt es dann dabei, du musst dich selber darum kümmern, dass du so etwas aufbaust. Und ich ermahne immer in der Hinsicht, es gibt genug von den großen Konzernen, die daran schon arbeiten und dann das flächendeckend machen. Dann wird es was gegen viel Geld geben, dann wird es wahrscheinlich innerhalb der Amazon Prime-Mitgliedschaft, wer ist bei Amazon Prime Kunde? Ja, gibt jetzt ein Angebot, Sie können Ihr Kind umsonst in einen Store schicken. Alles, gehst rein, ist alles getrackt, super toll und Daten hin und her und viele werden sich dann sagen, ob wir das mögen oder nicht, es passiert schon alles. Ne? So jetzt, das wäre jetzt eine große Chance eigentlich. Ich habe immer gesagt, Schulen, Unis, lasst uns Content produzieren, lasst uns machen, lasst uns tun. Es finden sich leider nur einige wenige und ich bin wie so eine Rampensau, ich mache dann halt immer weiter. Ach so, und da habe ich dann eben, das habe ich vergessen, genau, ich habe noch ein Projekt bei mir zu Hause, weil ich ein Heimscheißer bin. Immer wieder, ich komme nach Remscheid zusammen, man kann da sehr, sehr gut wohnen. Tolle Landschaft, ja. Alle fliehen im Moment, weil Technologie ist eigentlich nicht viel, aber ich versuche halt einen Standort zu machen mit einem Startup-Accelerator, wo du vor Ort hinkommen kannst und den Kids eben sagen kannst, kommt und ich bin ab und zu da und wir diskutieren darüber und wir versuchen euch irgendwie zu fangen. Genau. Storytelling, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, ne? Ist so, man folgt entweder dem auf Instagram oder dem auf YouTube oder dem wegen der Story. Ich sag mal, 80% folgen mir wegen der Mathe-Story eigentlich, ne? Weil einfach danke für die Schulterklopfen, schön, dass du die Videos rausstellst. Ne? Könntest eigentlich auch mal diese Nacht mal ein bisschen aktiver sein und mir eine Antwort geben, wenn ich um 2 Uhr mit Red Bull lerne und eine Frage habe. Kommen jetzt die Ersten, ne? Schreiben auf Snapchat, du Hurensohn, warum antwortest du nicht? Ist so, kann ich euch zeigen. Du musst ein hartes Fell haben. Ihr müsst das verstehen, warum viele auch nicht bereit sind, Content zu teilen. Da geht jetzt einer auf Snapchat rein und der weiß nur, in Anführungsstrichen, dass ich Mathe auf YouTube mache. Dann sagt er sich, der verdient damit sein Geld und dann hat er auch noch seine Community zu versorgen. Der Nächste hat geschrieben, du Arschloch, du kümmerst dich nicht mehr um deine Community. So, musst du dich mit abfinden, du musst ein dickes Fell haben. Die wissen einfach eben nicht, da bin ich jetzt gerade bei meinem Storytelling dran, deshalb investiere ich. Da hinten ist der Chris, der nimmt jetzt alles auf. Der Chris hatte selber bei mir früher Nachhilfe, wieder, meine User sagen jetzt wahrscheinlich, erzähl die Geschichte nicht wieder, aber ist einfach immer wieder toll. Er hatte selber bei mir Nachhilfe, ne? Wir sind zum Burgerladen gefahren, haben uns einen Burger geholt, zu ihm nach Hause, haben live vor Ort Nachhilfe gemacht, das bleibt doch immer noch. Irgendwann ruft er an, hey, du wolltest da was mit Videos machen? Ich so, ja. Lass mal, jetzt sind wir da und er fängt möglichst alles ein, solche Tage wie heute und diese Vlogs, natürlich rede ich dann darüber, heute habe ich angefangen mit, ich werde heute euch so ein bisschen über Schulsystem erzählen, ich werde über künstliche Intelligenz sprechen, Vorsicht, aber wichtig für euch und dann kommen aber Schnitte, Übergänge, eine Drohne haben wir mit dabei, weil eben meine Crowd auch die Drohne sehen will und ich versuche sie dann zu fangen im positiven Sinne, um ihnen jetzt nach Mathe auch Bildung schmackhaft zu machen, nämlich das, was wirklich relevant ist. Und ich kann euch sagen, ich fange alles ein, Keynotes, ich fange jetzt eine Startup-Show an, Podcast heute aufgenommen, ich hau den Content raus. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, okay, du mit deinem ganzen Zeugs, ach, mach doch einfach nur bitte mit Mathe weiter, ich kann euch nicht oft genug sagen, ich gucke mal, ob es im nächsten Slide ist, weil Chris hat schon gesagt, ich renne weg.
Edutuber-Szene, das ist Education trifft YouTuber. Immer mehr YouTuber hauen Education raus. Diese Szene push ich mit nach vorne. Das ist nicht nur Mathe, sondern meine angesprochenen Themen, ob das Coding ist oder etc. Es finden sich mittlerweile, wie es wahrscheinlich früher mit Schulen und Unis angefangen hat, es finden sich Zusammenkünfte, wo dann auch kuratiert ihr wisst, da ist was Tolles. Weiterbildung ist tatsächlich ein Lifestyle, es ist authentisch. Für mich, falls ihr unten Gary Vaynerchuk noch nicht kennt, ich gebe ihn immer mit, dass ihr euch mit dem mal beschäftigt. Er hat eine Riesenfirma, der auch Daten dahinter hat, warum dieses Transportieren von Bildung übers Internet, über Social Media jetzt gerade so richtig nach oben fliegt. Und ich kann euch nur eins empfehlen, dass auf jeder Konferenz, wo ich bin, ich rede mit so vielen Studenten, dann ist das Erste, was ich sage, wer ist von euch auf LinkedIn? Super, falls wir noch nicht verknüpft sind, gerne verknüpfen. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele es noch nicht machen. Für die, die LinkedIn nicht kennen, über 500 Millionen Mitglieder weltweit, ist das Business-Netzwerk der Zukunft, eigentlich jetzt schon, das Facebook für Business. Manche mögen noch sagen Xing, das ist im deutschsprachigen Raum noch so zum Netzwerken. Über LinkedIn macht ihr praktisch, ich habe Baby gesittet. Das fragt ihr euch, habt ihr wahrscheinlich nicht drinstehen, wenn ihr das mal gemacht habt. Soziale Kompetenz, check, welche Projekte ihr gemacht habt, wo ihr gearbeitet habt. Wenn du in Amerika eine Visitenkarte abgibst, schmeißen, guck dich da an, Namen weg, raus. Und dann gehen die auf LinkedIn. Wenn du da nicht bist, bist du weg. Das schwappt gerade auch hier über. Also nur zum Thema Netzwerken auf LinkedIn. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das sage ich jedem Student. Und habt ihr euch schon mit künstlicher Intelligenz beschäftigt? Wer hat sich damit schon intensiv beschäftigt? Wahrscheinlich werde ich nur ein, zwei weitere dann erreichen. Eintippen auf YouTube. Noch besser ist Artificial Intelligence, weil auf Englisch ist immer noch ein bisschen besser der Content. Egal, was ihr macht, ob ihr in Marketing gehen wollt, BWL, ob ihr Geschäftsführer werden wollt, ob ihr in der Lernindustrie sein wollt, wo auch immer, es wird komplette Industrien nachhaltig ändern und es ist jedem dran getan, sich darum zu kümmern, was da gerade passiert. Und es ist immer gut, wenn ihr den mathematischen Hintergrund habt, warum das passiert, all das, was ich gerade erzähle, warum das wirklich so ist. Vielleicht kannst du da mal eben eine, noch eine, das sind die Vlogs, die könnt ihr euch mal im Internet, könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt, noch einen. Da will ich euch jetzt nicht, also ich habe darüber gesprochen, über die ganzen Sachen, wie gesagt, ich gebe euch die Slides gerne mit, das sind so die führenden Sachen, wenn ihr mal, Thema Robotik, wer nicht dran glaubt, Boston Dynamics, vor 2 Jahren, wisst ihr noch die Videos, da gehen so Roboter und fallen hin und man lacht, heute machen die Flickflacks. Es ist der Wahnsinn, was da gerade passiert. Deshalb einen weiter. Es gibt nicht die eine Lösung. Ich sage immer allen, Leute, wir brauchen mehr Mut zum Testen. Also wirklich heute aus dem Gespräch ist jetzt eigentlich die Frage, wie kommen wir jetzt in den Du-Modus? Wie können wir hier jetzt heraus, oder an welcher Uni ich auch bin, an welcher Schule, in welcher Firma, wie kann man jetzt sagen, ich mache einfach irgendwas Neues und ich teste das auch einfach mal aus. Also ich habe jetzt Lust, nicht mehr über Moodle Fragen zu stellen, sondern ich biete euch jetzt die Uni Wittenherdecke App an. Ja, ich mache einen Shoutout, wir suchen einen Data Scientist, einen Software Engineer, raus, weg, testen. Potenziell sagen alle, wie geil war das denn? Endlich sind die Fragen punktuell noch geklärt, weil der Daniel nachts auch mal schlafen möchte, obwohl ich nicht viel schlafe. Keine Ahnung. Vielleicht sagt einer, wir fangen jetzt bei Human, wo auch immer, was war's, Medical an, Filme zu produzieren. Wir machen jetzt einen Filmraum. Wer hat von euch Bock, weil er sich vor der Kamera vielleicht präsentieren kann? Wir nehmen Videos auf. Es wird noch zu wenig getestet, gemacht und die Schlüsse draus gezogen, weil alle immer fragen, ja, was bringt denn jetzt was? Wir möchten am liebsten einen 6-Monats-Plan zur Ausarbeitung haben und dann geht's los und das Produkt muss auch passen. Und wenn es nicht passt, haben wir Geld verschwendet, anstatt in dem Prozess immer weiterzumachen. Das wird auch alle betreffen, die hier irgendwann in welchen Job auch immer gehen. Heute auf Twitter wieder eine Studie gelesen, wahrscheinlich werdet ihr 4, 5 Jobs nebenbei haben. Alle so, Gott, 4, 5 Jobs nebenbei. Ja, das ist dann abgedeckt über die Cloud, gar nicht schlimm, alles ist okay, man ist connected, man macht halt nur andere Sachen. Glaubt mir, mach mal ein Slide zurück. Ganz unten rechts steht Professor Baukage. Ganz unten rechts. Vielleicht ist das der einzige Tipp. Professor Baukage auf YouTube eingeben, den neuesten Talk angucken. Er spricht dort vor Lehrern.
Und Professor Baukhage ist der Chief Data Scientist und der Hochherr für Machine Learning und Künstliche Intelligenz beim Fraunhofer Institut. Ich bin davon nicht beauftragt, ich kriege auch keine Kohle. Aber dieser Vortrag ist auf Deutsch und er ist Weltklasse und er ist so gut erklärt, was gerade alles passiert. Und ich wollte nicht zu sehr von der Mathematik weglenken, weil ich ein großer Mathematik-Fan bin, deshalb mal eben zwei weiter. Natürlich erkennt ihr sofort die Exponentialkurve, oder? Ich baue sie überall mit ein, denn the greatest shortcoming of the human race is the lack of understanding the exponential curve. Ganz kurz, bis 2000, das hat so 1950 angefangen. 1940, 1950, ich mache mal die letzte Lecture jetzt, Konrad Zuse, so die ersten Compis, ne? Dann hatten wir über 18 Etagen, hatten wir ein Riesending, kann ein Bild speichern. Lange Zeit passiert nichts in der Entwicklung. Und das Wesen der Exponentialkurve ist, irgendwann geht die Luzi ab. Ne? Habe ich mal in einem Video gesagt, da sagte, was meinst du mit, die Luzi geht ab? Seht ihr den Höhenunterschied von 2000 bis 2006? Der ist gar nicht so hoch. Ne? Seht ihr den Höhenunterschied von 2006 bis 2018? So, jetzt überlegt mal, was seit 2006 alles passiert ist. Smartphone, iPad, autonomes Fahren, Robotik, Fortschritte, künstliche Intelligenz, könnte ich jetzt immer weitermachen, in diesem Höhenunterschied. Ich meine, seht ihr jetzt von 2018 bis 2028, da reicht die Decke nicht mehr aus. So, ich will jetzt um Gottes Willen keine Panik machen. Ich will nur sagen, wir haben noch lange nicht das gesehen, was wirklich passieren wird in den nächsten Jahren. Ich hätte jetzt noch über AlphaGo, über selbstlernende Programme sprechen können. Ich kann euch nur empfehlen, so gern ich auch möchte, dass mit Mathe-Videos der Schmerz schnell gelöst ist, dass ich euch noch einen Mathe-Messenger biete, dass man sagt, okay, jetzt haben wir das neue Lernen erfunden mit in der Cloud in Kombination mit vor Ort. Es gibt wahrlich wesentliche Themen für alle, gerade auch für Eltern und Großeltern, damit man die Kinder mal ermutigt, kümmert euch mal darum. Und Leute, die es eben gut erklären. Wir sind wirklich an einem Tipping Point in der Geschichte der Menschheit, ich sage das jetzt mal so drastisch, wo es gerade hier an dem Nachwuchs liegt, ein bisschen mehr Drive reinzubringen, dass ihr organisiert, dass ich vorbeikomme oder wer auch immer und da mal wirklich einen Ruck bringt und sagt, wir können jetzt nicht nochmal 4 Jahre überlegen, ob wir Programmierkurse einführen und Wirtschaft, das Fach. Wer soll es machen? Da können wir auch noch schön Videos produzieren, hilft dann auch nicht. Ne? Die Themen sind ganz andere. Und ich kann euch aus Gesprächen mit den Tech-Companies sagen, da läuft schon echt viel an Forschung und das geht jetzt ganz schnell alles auf den Markt. Vielleicht noch als letztes, Google hat Android damals for free rausgegeben. Der Baukhage war selber bei Telekom Researcher und die wollten wissen, warum machen die das for free und dann noch auf Smartphone. Heute sind 80% der Smartphones Android basierend und alle Daten kommen. Google hat letztes Jahr TensorFlow rausgebracht. Könnt ihr auf euren Rechner laden, braucht ein bisschen Power, ist die Maschinerie, wie die alle ihre künstlichen Intelligenzprodukte bauen. Könnt ihr umsonst nutzen. Könnt ihr rumspielen, könnt ihr Daten eingeben. Ah, völlig, braucht ihr nicht IBM Watson oder so. Warum machen die das wohl for free? Weil in 10 Jahren 80% TensorFlow dann nutzen. Ne? Also da gehen gerade Sachen ab und das kannst du dann aber auch wiederum nutzen. Vielleicht baut einer mit meinen Videos und euren Skripten oder was auch immer, irgendwie eine schöne Optimierung, um Mathe besser zu lernen. Ja? Also es gibt zig und aber Millionen Sachen, die noch interessanter als Mathematik sind. Und ich versuche halt, weil es auch heute viel Input war, alles eben aufzunehmen, vielleicht auch jetzt mal in kleine Teile zu schneiden und zu gucken mit Kooperationen, wie du da wirklich noch mehr Leuten das mitgeben kannst. In der Hoffnung, dass ihr sagt, oh ja, ist interessant. Und wenn ihr Lust habt jetzt, stellt mir gerne Fragen, je kritischer, desto besser. Ich versuche bestmöglichst darauf zu antworten. Und als erstes danke ich euch erstmal, dass ihr durchgehalten habt durch meine künstliche Intelligenz-Phase. Ja? So, danke euch erstmal.